Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen am Messestand der Wochenzeitung Junge Freiheit zum neuen Messegespräch. Ich heiße herzlich willkommen am Messestand Dr. Alice Weidel. Vielen Dank, Herr Stein. Ja, Frau Weidel ist Mitglied im Bundesvorstand der AfD. Sie ist Volkswirtin und Politologin und Wirtschaft und Finanzen ist ein Schwerpunkt von Ihnen. Sie sind leiten den Bundesfachausschuss Euro und Währung. Und was mich interessieren würde, gerade angesichts der Entwicklung des letzten Jahres, ist nicht die Euro-Krise sowohl in der Öffentlichkeit insgesamt, aber auch für Ihre Partei in den Hintergrund geraten? Ja, vielleicht zunächst einmal, die Euro-Krise bzw. das Euro-Thema ist keinesfalls in den Hintergrund getreten. Sie hat sich sogar noch verschlimmert. Die Euro-Krise ist eigentlich eine klassische Zahlungsbilanzkrise, die Sie haben, weil Sie über Wechselkurse nicht mehr nominal die Zahlungsbilanzen ausgleichen können. Das ist ökonomisch gesehen recht einfacher Mechanismus. Und durch die Euro-Rettungsarchitektur hat sich die Schuldenproblematik sowohl im Staats- als auch im privaten Bankensektor hat sich sogar noch verschärft. Das heißt, die Euro-Krise ist eigentlich noch schlimmer geworden. Sie wird aber überdeckt. So. Und wodurch sie überdeckt wird, das wissen wir alle, das ist die sogenannte Flüchtlingskrise. Es ist ja keine Flüchtlingskrise als solche, sondern eine Migrationskrise, die wir haben. Flüchtlingskrise wird sie bezeichnet, weil unser Staat darauf verzichtet, zwischen Asyl und Einwanderung zu differenzieren. Also die Euro-Krise ist nach wie vor da. Sie merken das vielleicht auch in Ihrem Geldbeutel. Ja, es wird ja immer kolportiert, das ist alles gefühlt, was wir hier verspüren. Aber tatsächlich ist es so, es ist eine riesige Umverteilung im Gange, sowohl auf staatlicher Ebene, aber auch bei den privaten Haushalten. Bei den Staaten ist es so, dass Vermögen umverteilt werden von den Gläubigerstaaten zu den Schuldnerstaaten über die gesamte Rettungsarchitektur, über Direkthilfen beispielsweise, über die EZB-Aufkaufpolitik von Staatsschuldentiteln, was hier übrigens verboten ist, jetzt sogar schon Unternehmensanleihen. Sie betreibt Industriepolitik, was hier auch per Statut verboten ist. Die EZB ist schon lange abgekommen von ihrem Weg, und zwar der reinen Preisstabilitätsziel von 2% zu verfolgen. Sie betreibt Industrie und sie betreibt Fiskalpolitik. Dann geht es aber noch weiter. Sie haben Direkthilfen, die Sie haben. Sie haben Rettungsfonds. Sie haben den ESM, den permanenten Stabilitätsmechanismus. Sie unterbrechen mich einfach, wenn Sie dann noch vertiefende Fragen stellen wollen. Sie merken schon, das geht jetzt. Ich bin jetzt im Thema drin. Ja, das ist mein Thema, warum ich auch in der AfD überhaupt bin, weil die AfD ist ja die einzige Partei, die das so auch thematisiert. Da haben ja alle anderen versagt. Aber lassen Sie mich das noch ganz kurz fertig machen. Das ist mir wichtig. Sie haben dort eine Dynamik drin, die zu einer massiven Vermögensumverteilung innerhalb der Eurozone führt. So. Bei dem Verbraucher kommt das dahingehend an, Sie haben eine Nullzinspolitik. Das heißt, der Zinseszinseffekt entfällt. Ja? Sparer, Altersversorger, private Personen können nicht mehr ansparen. Also das, was eigentlich in Deutschland überhaupt noch netto übrig bleibt, nach der eklatant hohen Steuer- und Abgabenbelastung, darauf können Sie nur nicht mal mehr in irgendeiner Form einen Zins verdienen. So. Das Ganze geht weiter in das Negativzinsumfeld, aber dazu vielleicht später mehr. Also das Ganze verschärft sich. Und vielleicht noch ganz kurz zur EZB-Politik. Die EZB, die kommt nur noch sehr schwer aus ihrer Politik des billigen Geldes, des Easy Money heraus. Ja, also sie muss eigentlich immer so weitermachen. Wir haben eine unglaubliche Bilanzaufblähung von monatlich 60 Milliarden. Das ist die Bazooka, die Draghi eben verfolgt. Und es ist in der Geldtheorie, ich habe Geldtheorie zum Beispiel auch vertieft, als ich Volkswirtschaftslehre mal studiert hatte, ist es so, Sie haben urplötzlich, wenn Sie eine überbordende Verschuldung haben, ist plötzlich die Geldpolitik im Schlepptau der Fiskalpolitik. Und das ist genau das, was Sie heute sehen. Und das ist eine extrem ungesunde Entwicklung. Und es ist auch eigentlich das, wofür Notenbanken gar nicht zuständig sind. Vielleicht nochmal eingehakt. Für die Bürger ist das doch alles im Vergleich zur Asylkrise ziemlich abstrakt. Sie sagen, man spürt es vielleicht, wenn man sich genauer damit beschäftigt, im Geldbeutel. Aber nochmal zurückgeblickt, im Mai 2010
kam es also bei dieser Nacht- und Nebelaktion zur ersten alternativlosen Griechenland-Rettung. Und Merkel hat also gesagt, scheitert der Euro, scheitert Europa. Wir sind jetzt 6 Jahre weiter. Hat die Bundeskanzlerin nicht recht gehabt? Der Euro existiert weiter. War die Rettung nicht erfolgreich? Zu welchem Zweck? Man muss immer fragen, bei einer Euro-Rettung, was eigentlich gerettet wird. Ja, das ist das eine. Das andere ist, dass das Vehikel Euro, es ist eine Währung und der Euro wird immer als Symbol betrachtet für Europa. Das sind aber komplett zwei verschiedene Themenkreise. Und indem der Euro als politisches Projekt eingeführt wurde, entgegen jeder ökonomischen Vernunft. In den 90er Jahren haben viele Ökonomen davor gewarnt, den Euro überhaupt einzuführen, weil sie brauchen für eine Währungsunion, brauchen sie eigentlich erst ein Bundesstaat, wenn Sie so wollen. Ja, Sie brauchen ein einheitliches Budget, weil wenn Sie einen heterogenen Wirtschaftsraum haben, dann haben Sie eigentlich nur 4 Ausgleichsmechanismen. Das geht über Wanderungsbewegung, das geht über Produktionskosten, das geht über Inflation, aber letztendlich eben dann auch nur noch über öffentliche Kapitaltransfers. Es ist genau das, was wir heute sehen, weil Sie eben nominal nicht mehr ausgleichen können. Sie können die Kosten- und Produktivitätsdifferenzen nicht mehr über einen Wechselkurs ausgleichen, sondern nur noch real. Und diese Spannkräfte, ja, die sehen wir jetzt. Das sind Fliehkräfte, die auf den Euro einwirken. Und der Euro, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, der wird früher oder später ohnehin abgewickelt werden müssen, ohne einen Bundesstaat. Ja, und da würde ich mir wirklich mal von der hiesigen Politik wünschen, dass sie den Bürgern reinen Wein einschenkt, weil wir haben den Euro bekommen, ja, nach einer Bundestagsrede von dem damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl, der dem Bundestag sagt und dem deutschen Bürger, der eigentlich nie über den Euro abstimmen durfte, dass kein Staat für die Verbindlichkeiten eines anderen Mitgliedstaates haftet. Und genau diese Haftungsunion, die haben wir ja gerade jetzt. Es wird gegen europäisches Recht verstoßen, weil die Rettungsarchitektur gegen Artikel 123 und 125 verstößt. Also wir haben einen Verstoß gegen die europäischen Verträge. Wir haben einen Verstoß gegen das Recht. Und das ist auch der Grund, warum es die AfD überhaupt gibt. Wir wollen das in die öffentliche Diskussion reinbringen, dieses Thema. Und zwar dieser eklatante Rechtsverstoß, den wir ja nicht nur in der Euro-Krise haben, sondern jetzt eben auch in der Migrationskrise. Der Wirtschaftsnobelpreisträger Josef Stiglitz, eigentlich ein Euro-Befürworter, hat erklärt, er rechnet mit dem Austritt Italiens aus der Eurozone. Ist denn die Verkleinerung der Eurozone nicht eine Lösung oder eine Möglichkeit, den Euro zu erhalten, auch in Deutschland? Das würde erst einmal an dem Problem nichts ändern, dass Sie ohnehin dann noch eine Restunion haben. Das Problem bei Währungsunionen, ja, wenn ich es jetzt mal ganz einfach erkläre, aufgespannt über verschiedene Nationalstaaten, die sind immer gescheitert. Es gibt kein historisches Beispiel, wo eine Währungsunion funktioniert hätte, ja, unter diesem Konstrukt. Weil das Problem ist dabei, eine Währung bedeutet auch immer, eine gemeinsame Währung bedeutet immer eine Schaffung eines Allgemeingutes zur allgemeinen Nutzung. Das ist in der Ökonomie das Prinzip der Allmende. Und die Tragik der Allmende ist eigentlich, dass niemand einen Anreiz hat. Ja, man sieht das bei den Weltmeeren. Ja, also es gehört eigentlich niemandem richtig. Sie haben Eigentumsrechte nicht richtig definiert. Ja, und den Weltmeeren droht ja die Überfischung oder einem gemeinsam genutzten Stück Land die Überwirtschaftung und teilweise auch die Zerstörung. Das haben sie immer, wenn sie keine klar definierten Eigentumsrechte haben. Und genau das Gleiche übertragen haben sie beim Euro oder bei einer gemeinsamen Währung auch. Alle haben den Anreiz, sich über die Vorteilhaftigkeit von niedrigen Zinsen beispielsweise, von geringen Finanzierungskosten überbordend zu verschulden, also sprich, so eine Währung nicht zu pflegen. Und genau das Problem haben wir jetzt. Also man möchte sich aus der gemeinsamen Kasse, ja, bedienen, und die gemeinsame Kasse, das ist die EZB. So, und diese Dynamik, diese Fehlanreize haben wir, weil der Euro nichts anderes ist als ein Allgemeingut. Haben Sie sich denn
verabschiedet von dem ursprünglichen Ziel. Die AfD ist ja angetreten zu sagen, man will die ursprünglichen Regeln eisern durchsetzen und notfalls dafür sorgen, dass diejenigen, die die Kriterien nicht erfüllen, wie Griechenland, die Eurozone verlassen müssen. Sind Sie inzwischen so weit, dass Sie sagen, der Euro insgesamt kann nicht mehr aufrechterhalten werden, und plädieren Sie also für einen Abschied Deutschlands aus der Eurozone? Das ist eine Abwägungsfrage. Also Sie müssen bei allen Optionen, die Sie haben, ja, Sie haben Option Austritt der Starkwährungsländer und Sie haben den Austritt der Schwachwährungsländer. Als politische Partei müssen Sie das auch immer überprüfen, was ist ökonomisch vorteilhaft und was ist überhaupt politisch machbar. Gott sei Dank fallen beide Vorteilhaftigkeiten zusammen, und zwar, dass die Starkwährungsländer zuerst austreten müssen. Und in diesem Fall steht auch im AfD-Grundsatzprogramm die Forderung, dass wir ein Referendum über den Austritt Deutschlands aus der Eurozone fordern. Das muss endlich dem deutschen Bürger, ja, zur Entscheidung gestellt werden. Weil wir sehen die Fliehkräfte, das sehen Sie beispielsweise auch in gestiegenen Immobilienpreisen, überall. Das ist eine Kehrseite der Euro-Rettungspolitik. Und der Otto-Normalverbraucher wird aus dem Markt herausgesqueezed, der wird da rausgedrängt. Ja, das verfügbare Einkommen schmilzt ab. Sie können kein Sparkapital mehr aufbauen. Sie können für Ihre Altersvorsorge nicht mehr vorsorgen. Und diese Spannkräfte, die haben wir jetzt eben. Ja, es schlummern ja nach wie vor bei deutschen Bürgern und im Ausland fast 13 Milliarden D-Mark Bargeldwährung. Ist das Ausdruck dessen, dass es nach wie vor den Wunsch und die Hoffnung oder Erwartung gibt, dass es eine Rückkehr zur D-Mark geben könnte? Das ist der einzig sinnvolle Weg, eine D-Mark 2.0 wieder zu haben. Die AfD fordert den Rückkehr zu nationalen Währungen, sollte dieses Konstrukt so beibehalten werden. Ja? Weil es ist einfach so, Sie müssen ganz klar sagen, wenn Sie den Euro erhalten wollen, brauchen Sie den europäischen Bundesstaat. Und wenn Sie den nicht wollen, dann ist doch der Euro nicht nachhaltig. Der wird immer weiter gerettet. Und durch die Euro-Rettungsarchitektur haben Sie eine Aushebelung des parlamentarischen Budgetrechts. Das sehen Sie jetzt ja auch. Wir haben Nachschusspflichten, beispielsweise in den ESM. Die EZB verteilt um, die Bundesbank muss nachschießen. Das ist alles eine riesige Umverteilung von Steuergeldern von Institutionen, die demokratisch gar nicht legitimiert sind. Ja, und das muss aufhören. Und das muss ehrlich gesagt dann auch endlich mal den Bürgern auch so klar und deutlich gesagt werden und nicht alles über die Hintertür. Und zwar, wenn ihr den Euro wollt, dann müsst ihr euch darauf einstellen, dass der Bundesstaat kommt, ja, und dass wir Verpflichtungen eingehen müssen, deren Höhe heutzutage noch absolut unbekannt sind. Aber sie werden definitiv astronomisch hoch sein. Wir erleben ja insgesamt, dass die Fliehkräfte in der Europäischen Union zunehmen. Wir haben den Brexit jetzt erlebt, dass also ein Nettozahler aus der EU austritt. Und die EU-Führung plädiert ja dafür, einen harten Brexit durchzusetzen, also Großbritannien nicht irgendwie so einen weichen Verbleib in dem Binnenmarkt zu ermöglichen. Deutschland exportiert für 89 Milliarden Euro nach Großbritannien, im Gegenzug nur 38 Milliarden Euro. Sind wir dann Leidtragende eines solchen harten Brexit? Also das, was gerade passiert von Seiten der EU und auch von Seiten Deutschlands, dass man Großbritannien droht, ist unverantwortlich. Das Ganze führt in eine kollektive Selbstschädigung der EU und vor allem Deutschland. Und darum verstehe ich das nicht, weil es muss ja gelten. Erstens gilt es, diesen Entscheid, der vom Souverän so entschieden wurde, zu akzeptieren. Ja, das ist ein Volksentscheid gewesen. So. Und das Zweite ist, Drohgebärden aufzubauen, ist für uns, für mich, absoluter Populismus. Das ist wahrer Populismus. So. Und anstatt mit Demut und Selbstreflexion auf diese Entscheidungen zu reagieren, wird jetzt den Briten angedroht, dass sie vielleicht auch den Wirtschaftsraum, den Binnenmarkt verlassen müssen. Ja, indem man die wirtschaftlichen Beziehungen, die gewachsenen Strukturen kappt. Das ist eine absolute Katastrophe, weil der Binnenmarkt, Zollunion und Binnenmarkt haben Wohlstand gebracht. Und der Vorschlag, den ich auch gebracht habe, ist,
dass sie Austrittskandidaten, dass sie dort eine Regelung treffen durch die Exit-Klausel in europäischen Verträgen, Artikel 50. Der muss dahingehend reformiert werden, dass Austrittskandidaten automatisch in den Binnenmarkt hineinfallen, ja, mit den vier Grundfreiheiten, mit einer Einschränkung. Die Briten sind ausgetreten aufgrund der Personenfreizügigkeit, die absolut ungesteuert ist, ja, und der Abgabe von Souveränitätsrechten an die EU. Das ist ja auch kompletter Wahnsinn, wenn man sich das so überlegt, dass eigentlich das Subsidiaritätsprinzip in der Europäischen Union, ein wichtiges staatspolitisches Prinzip, und zwar, dass die Entscheidungen von unten nach oben kommen, durchbrochen werden, indem supranationales Recht nationales Recht eben auch bricht. So, und das ist etwas, was auch den Ankerpunkt eines neuen Europas, einer neuen Europäischen Union eben gibt, den Artikel 50 zu reformieren, dass eigentlich Austrittskandidaten, dass da überhaupt gar keine Spielräume mehr sind, sondern dass auf eine vertragliche Abwicklung gestellt wird, dass sie automatisch in den Binnenmarkt fallen, mit der Einschränkung der Personenfreizügigkeit, und zwar, dass nur Arbeitnehmer und Selbstständige, also nur der Faktor Arbeit migrieren kann. Wir wollen keine Sozialmigration, weil ansonsten kann sich auch in den Wirtschaftsgebieten, einem Wirtschaftsraum, können sich auch gar nicht mehr die Grenzproduktivitäten ausgleichen. Darum ist das absolut absurd, dass wir eine Sozialmigration haben. Das ist das eine. Und das andere ist, Deutschland muss vor allen Dingen daraus die Lehren ziehen, die EU dahingehend zu reformieren, dass Nationalstaaten ein Vetorecht haben gegen Brüsseler Vorgaben. Und so gibt man eigentlich gewählten Parlamenten wieder die Oberhoheit über die Regelwerke zurück. Das ist absolut wichtig. Ja, ein Thema noch zum Schluss, was großes Empörungspotenzial, glaube ich, hat, was Sie sich auf die Fahnen geschrieben haben, ist die drohende Abschaffung des Bargeldes. Also wir haben ja jetzt schon vor uns die Abschaffung des 500-Euro-Scheins und es wird ja argumentiert, dass es da um organisierte Kriminalität ginge, dass man also fast zum Schutz der Bürger diese Geldscheine abschaffen will. Was ist aus Ihrer Sicht eigentlich das Motiv, das dahinter steckt? Ist es der Plan, die Voraussetzung zu schaffen, dass man auf Knopfdruck eine Währungsunion, Währungsschnitte durchführen kann, wenn dereinst das Bargeld abgeschafft wird? Die Gründe sind mannigfaltig, aber ziemlich einfach. Die Gründe, die verargumentiert werden von Seiten der Politik, sind vorgeschoben. Wenn ein Finanzstaatssekretär, der Michael Meister, der im Dienste von Wolfgang Schäuble steht, dass Deutschland ein Hort von Kriminellen sei, weil es keine Bargeldobergrenze habe, dann ist das schon sehr bedenklich. Ja, vor allen Dingen, weil es ja die gleiche Bundesregierung letztendlich ist, die ohne Not darauf verzichtet, unsere Staatsgrenzen zu sichern. Das ist das eine erstmal. Terrorismusfinanzierung, Schwarzgeldtransaktionen, das ist absolut vorgeschoben. Der wahre Grund liegt in der Verschuldung der Staaten und Banken. So, und man möchte eigentlich dem Bürger, möchte man jede Fluchtmöglichkeit aus dem kranken Bankkontensystem nehmen, um negative Zinsen durchsetzen zu können. Das ist eine ganz neue Form der finanziellen Repression. Ja? Sie werden eigentlich, der Sparer wird abgestraft, indem sein Konto im Plus ist. Und das Einfache dabei ist, dass die Sparer in den Gläubigerstaaten für die Schulden in den Schuldnerstaaten zahlen müssen. Das ist ja nochmal eine Triebkraft. Und es wird ja dadurch zu enormen Fehlallokationen des Kapitals kommen. Also bei der Nullzinspolitik sowieso schon. Kapitalkredite kosten nichts mehr. Und wenn Sie das Ganze umdrehen, ein negativer Preis auf irgendetwas, es ist ökonomisch, macht das überhaupt gar keinen Sinn. Stellen Sie sich mal vor, ich will Ihnen irgendwas geben, verkaufen und ich gebe Ihnen auch noch Geld dafür. Ja, das ist absolut absurd. Es wird zu absoluten Verzerrungen kommen. Aber der Haupttreiber des Bargeldverbotes ist eben, dass wir den Negativzinsen nicht mehr entkommen können. Und wenn einmal eine Bargeldobergrenze eingeführt ist, es wird ja 5.000 Euro werden ja diskutiert und das einfach nur hoch angesetzt, um Bürgerproteste zu vermeiden, weil Sie kennen das gängige Argument, wer rennt denn schon mit 5.000 Euro in der Tasche rum, darum geht es letztendlich nicht. Ist eine Bargeldobergrenze einmal da, wird sie scheibchenweise runtergesetzt. Zum Zwecke der Europa-Harmonisierung. Wir kennen das Spielchen ja. Ich habe jetzt in der FAZ, glaube ich, gelesen, eine Umfrage hätte es gegeben, dass eine Mehrzahl der privaten Kontobesitzer mit Negativzinsen rechnet.
und dass die meisten nicht vorhaben, ihre Bankverbindung zu wechseln. Ist da Fatalismus im Spiel oder müssen die Leute erst auf ihrem Kontoauszug schwarz auf weiß lesen, dass da meinetwegen 50 Euro im Monat Negativzinsen abgebucht wurden, dass sie sagen, jetzt reicht's? Also zunächst einmal werden das die Banken versuchen über steigende Gebühren. Sie werden das begründen mit steigenden Transaktionskosten, die überhaupt nirgendwo anfallen. Ja, dann wird plötzlich die Administrationskosten werden steigen, also sie können das eigentlich noch überdecken. Nur irgendwann geht's nicht mehr. Sie müssen das umlegen auf den Kunden. Ja, Sie müssen sich auch vorstellen, dass das gesamte Kreditgeschäft, das Arbitragegeschäft der Banken kaputt gemacht wird. Also dieses Geschäftsmodell für Banken ist durch die Zinspolitik entfallen. Darum haben auch viele Banken so unglaubliche Probleme. So, und das ist etwas, was verargumentiert wird, erst über steigende Gebühren. Und wenn es dann nachher richtig wehtut, wenn wir tatsächlich dann die Negativzinsen umgelegt bekommen, vielleicht in ein paar Jahren, dann wird auch hoffentlich der deutsche Michel merken, was er von dieser Bundesregierung zu halten hat, die wirklich alles zum Schaden des eigenen Bürgers und des eigenen Volkes tut. Ja, liebe Frau Weidel, herzlichen Dank für den Besuch am Stand und Ihnen viel Erfolg. Dankeschön. Dankeschön, Herr Schein.